habe es mir zur Mission gemacht, hier in diesem Format 1 Million Euro an Spendengeldern zu kreieren. Das hat den Hintergrund, dass ich felsenfest davon überzeugt bin, nichts dafür getan zu haben, in einem der reichsten Länder auf der Welt geboren worden zu sein. Andere Menschen, Kinder in Indien und Afrika, haben ebenfalls nichts dafür getan, in einem der ärmsten Länder auf der Welt geboren worden zu sein. Und weil ich das als eine reine Willkür des Schicksals, des Lebens empfinde, möchte ich meine Energie, mein Wissen dazu aufwenden, um Gelder zu kreieren und an diese Menschen abzugeben. Das bedeutet, alle in diesem Format entstehenden Gelder werden an Projekte für bedürftige Menschen gespendet. In diesem Video geht es darum, wie du ganz einfach den Finanzmarkt schlagen kannst. Im Endeffekt musst du dir den Finanzmarkt als ein Spiel vorstellen. Es ist ein ganz einfaches Spiel. Und wie jedes Spiel gibt es Regeln. Wenn du das Spiel des Finanzmarkts gewinnen willst, musst du 2 Regeln beachten. Eine Regel: Du darfst nicht aus dem Spiel ausscheiden. Sobald du aus dem Spiel ausscheidest, hast du verloren. Die zweite Regel ist: Du musst langfristig einen positiven Erwartungshorizont haben. Das bedeutet, du musst immer eine höhere Wahrscheinlichkeit zu gewinnen haben als zu verlieren. Und wenn du diese 2 Regeln beachtest, einmal, ich darf nicht aus dem Spiel ausfallen, zweimal, ich muss langfristig eine höhere Wahrscheinlichkeit haben zu gewinnen als zu verlieren, kannst du am Finanzmarkt nur erfolgreich sein. Die positive Nachricht: Es ist wahnsinnig leicht. Einmal Regel 1, sicherzustellen, dass man niemals ausscheidet, ist ganz einfach, indem man einen ETF kauft. Im Endeffekt muss ich nur den gesamten Markt kaufen. Wenn ich den gesamten Markt kaufe, kann mein Vermögen niemals auf Null gehen. Immer dann, wenn ich einen ETF kaufe, kann mein Vermögen nicht auf Null gehen. Es kann Kursschwankungen geben, aber mein Vermögen kann nicht auf Null gehen. Wenn ich eine Einzelaktie kaufe, kann die Firma pleite gehen. Das haben wir alle bei Wirecard gesehen. Eine Aktie, wo viele Menschen gedacht haben, die hat viel Potenzial, die wird die Deutschen in der Digitalisierung vorantreiben. Und am Endeffekt war alles nur heiße Luft und die Aktie ist auf Null gegangen. Das bedeutet, wenn ich einen ETF kaufe, ist Regel 1 erfüllt. Ich kann nicht ausscheiden. Regel 2 bedeutet, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben zu gewinnen als zu verlieren. Und das ist ganz einfach gegeben. Schließlich ist bei der Börse der Erwartungswert positiv. Das bedeutet, auch wenn ich kurzzeitig Verluste haben kann, habe ich langfristig eine höhere Wahrscheinlichkeit auf Gewinne. Das bedeutet, ich kann Durststrecken über mehrere Jahre hinweg haben, aber auf lange Sicht ist meine Wahrscheinlichkeit zu gewinnen höher als zu verlieren. Und aus diesem Grund werde ich langfristig gewinnen müssen. Der Zinseszins verstärkt diesen Effekt noch einmal. Warum ist jetzt die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen höher als zu verlieren? Ich zeige euch das hier einmal auf. Wir haben hier die Eigenkapitalrendite der Unternehmen aufgezeigt. Und die ist im Schnitt 8%. Woran kann ich das sehen? Ich sehe das daran, dass ich hier die verschiedenen Renditen in den verschiedenen Jahren der Börse aufgezeigt habe. Und hier geht es nach unten in den Durchschnitt. Und umso tiefer ich in dieses Diagramm einsteige, umso sicherer werden meine Renditen. Das bedeutet, der Schnitt von mehreren Jahren an der Börse ist niemals negativ. Der Durchschnitt ist immer positiv. Wenn ich jetzt den 10-Jahres-Durchschnitt nehme, den sehe ich hier, dann sehe ich, im Schnitt ist die Eigenkapitalrendite an der Börse 8%. Das bedeutet, mein Erwartungshorizont ist positiv. Das bedeutet, langfristig muss ich Gewinne machen. Ihr seht hier die roten Einbuchtungen. Die roten Einbuchtungen bedeuten, dass es kurzfristig Verluste geben kann. Aber langfristig ist die Wahrscheinlichkeit auf Gewinne höher und deswegen muss ich langfristig gewinnen. Das bedeutet, ich muss nur entweder den gesamten Markt kaufen, wie hier zum Beispiel durch den MSCI World verdeutlicht, oder einen ETF kaufen und dann weiß ich, ich kann nicht aus dem Spiel ausscheiden. Zweitens weiß ich, dass ich langfristig eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, Gewinne zu fahren. Das bedeutet, langfristig muss alles steigen und aus diesem Grund steigt die Börse auch langfristig. Was ihr aus diesem Video mitnehmen müsst, ist, dass es absolut rationales Teile seines Geldes,
die ich langfristig nicht benötige, nicht auf dem Konto zu sparen, sondern am Aktienmarkt zu sparen. Wer am Konto spart, verliert mit der Inflation. Wer am Aktienmarkt spart, gewinnt mit der Eigenkapitalrendite der Unternehmen. Das bedeutet, wer am Aktienmarkt spart, der kriegt die Produktivität der Unternehmen jedes Jahr ins Portfolio gespült und macht deswegen Gewinne. Ich kann sozusagen am Erfolg der Wirtschaft partizipieren, indem ich am Aktienmarkt spare. Wer hingegen, wenn ich am Sparbuch spare, dann verliere ich jedes Jahr an einem Teilprodukt der Wirtschaft, nämlich der Inflation.